Harry, was geht ab? Sandy, Junge, bin ich froh, dich zu sehen. Ich brauche deine Hilfe. Mein Fernsehempfang ist in letzter Zeit so schlecht. Ich brauche jemanden, der meine alte Antenne gegen diese glänzende neue hier austauscht. Ja, diese Antenne glänzt mehr als eine 3-Dollar-Note. Und warum tauschst du sie nicht selbst aus? Weil ich nicht wirklich gut springen kann. Und? Was hat Springen damit zu tun? Naja, die alte Antenne ist da oben. Es ist ja höher als ein Glas Texas-Eistee. Die Roboter haben das Gebäude abgeriegelt und ich beherrsche diese schicken Sprünge nicht, die du und SpongeBob können, um über die Abgründe zu kommen. Das Einzige, was ich kann, ist meine Muskeln spielen lassen. Willst du mal sehen? Ja, toll. Und was machst du mit der alten Antenne? Ach wie? Wenn du sie gegen die neue austauschst, gehört sie dir. Tja, ich habe in meiner Baumkuppel auch schlechten Empfang. Okay, Larry, abgemacht. Ja, das war unsere neue Mission. Die Antenne irgendwie machen, tauschen eben. Ich finde diesen Texas Moss sehr geil. Hä? Ich habe den da oben schon ausgelöst. Ich glaube nicht, dass dies, die beiden sind, die verbunden ist, aber interessant, dass ich das schon auslösen kann. So einfach komme ich da auch nicht hin. Es gibt hier eine Bushaltestelle, wo ich zumindest mal wechseln kann. Denn Sandy ist der einzige Charakter, der keine Stampfattacke kann. Deshalb brauche ich hier SpongeBob, um nach oben zu kommen. Zack, dann komme ich hier auch hoch und hier muss sich eine Socke befinden. Genau. No, 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 no. Hilfe, was ich da oben sollte. Ich denke nicht, dass es eigentlich möglich sein sollte, da drauf zu sein. Ah, ich hab's Socke. Es geht halt echt. Wie geil. So, und dann Roboter. Und jetzt sollte ein neuer Roboter eingeführt werden. Den haben wir schon in der einen Turm gesehen. Dieser, der kann Wasserbomben ja, schießen. Und kann an der einen oder anderen Stelle wirklich ekelhaft sein und nervig. Jo, RIP. Der Dame. Hallo. Auch rüberspringen und dann in der Ferne erlegen. Bei SpongeBob brauche ich halt diesen nach oben Angriff. Okay, das war jetzt ein bisschen tricky, diese Stelle hier im Game, weil ich hier auch wieder wie unten in der Stadt sehr viele Abzweigungen geben kann, wo hier so ein Lenkrad ist oder eine Socke. Aufhalten, wird schon alles klappen. Zack. Schnell den hier anvisieren und erledigen. Weil er kann gut Probleme machen, weil man da nicht richtig Abstand aufbauen kann. Und ja, es geht wieder los. Wieder eine Muschel mit 2100. Das ist halt ja überteuerte Preise und das sehr oft in der Welt für eine extra Change. Also halt einfach jetzt auf Zeit hier entlang hangeln und hier sind eine Socke, Lenkrad, aber da komme ich so später hin. Das heißt, relativ ignorieren erstmal. So, denn ich komme an diesen Pfannenwender jetzt ran, beziehungsweise war ich glaube ich vorher nicht da, den habe ich nicht gesehen. Egal, ich habe ihn. Und dafür ist der Karton hier und da, dass man schnell wieder zurückkommt. Und dafür hat jetzt 2100 glänzende Objekte ausgegeben. So, jetzt komme ich auch wirklich hier hin. Das ist nämlich die Stelle, wo das Ding war. Ach, okay, da muss ich von hier oben runterspringen. Genau so. Laufbänder, die in die falsche Richtung gehen. Auch nicht so geil. Zack, zack. Hier rüber. Dann kommt da eine Sprungpassage so ein bisschen. Ganz schnell den Spawner auslöschen. Bevor der jetzt noch mehr spawnt. Und dann euch erledigen. Nice. Bisschen aufs Maul bekommen, aber alles down. Schalter drücken. Dann geht's auch schon los. Ich kann nicht mehr was machen, okay. Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Ja, der Passage ist auf jeden Fall hier ein bisschen länger. Oder irgendwo, ja, da war noch eine Socke. Aber da komme ich so oder so nachher hin, also passt. Man kann jetzt so easy hier abkürzen, fällt mir gerade auf. Aber machen wir nicht. Vor allem, weil sich hier noch ein Lenkrad befindet. Das hier möchte ich auch noch haben. Warum auch nicht? So, das tun wir den Obern erledigen. Dass wir eine schöne Combo haben auch. Sehr gefällig, sehr kleine Fläche. Spawner mit zwei solchen Gegnern. Ja, ich muss immer ein bisschen wippen, um die Höhe zu erreichen. Kommt ja auch schon eine kleine Rutsche. Aber wir müssen einmal nach unten gehen für die Socke.
dann das zweite Mal springen. Und dann haben wir auch schon fast geschafft. Ich habe die Passage auf jeden Fall um einiges länger in Erinnerung. Das ist ein richtig ekelhafter Gegner, zumindest damals gewesen. Jetzt sieht man ja um einiges besser die Bahn. Und ja, Antenne können wir jetzt nicht für was wechseln. Wir kriegen einfach einen neuen Funbender. Auch schon weiter mit SpongeBob. Schalter drücken, weil die wollen jetzt, dass man das eben nur mit SpongeBob machen kann. War hier hinten? Ja, hier hinten war noch eine Socke. Richtig in Erinnerung. Dann gehen wir rein. So, jetzt kommt die kleine Challenge. Wir müssen Spawner erlegen, so wie alle Roboter, die hier gespawnt werden. Und da gibt es einfach kurz eine Timelapse. So, jetzt ist auch schon letzte Passage und da kommen auch immer mehr dieser Steine, die gelagert wurden. Kannst dich dann später abholen. Aber ganz wichtig, schnell Spawner legen und dann die restlichen, dann wird es ja auch keine Probleme geben. So, das war's auch schon. Zack, kurz einmal reinhauen. Und Funbender. So, dann nochmal ein Lenkrad. Und das war auch das letzte. Nice. Können wir dann zum Ende noch eins abholen. Den Schalter komme ich jetzt hier nochmal nach oben. Ich glaube, ganz oben war noch eine Socke. Ja, da ist jetzt eine neue gespawnt. Das ist auch der Turm, wo Kumpel Blase eben mal meinte. SpongeBob, ich bin beeindruckt. Wie hast du sie? Naja, da waren diese Roboter. Ich habe Sandy getroffen und da war der Leuchtturm. Okay, okay. Entschuldige, dass ich gefragt habe. Hier ist der goldene Pfannenwender, den ich dir versprochen habe. Danke, Mrs. Puff. Und jetzt helfe ich bei der Evakuierung. Aber SpongeBob, du hast doch keinen Führerschein. Habe ich nicht? Nein, nein, hast du nicht. Ist das so? Und was ist das hier dann? Na, Fake. Das ist dieser eBay-Führerschein. Ein Büchereiausweis. Achso. Egal, ich den Funwender gerne. Kurze Übersicht. Uns wird eine Socke noch einen Funwender und das stimmt auch so. Den Rest müssen wir halt nachholen. Haben wir die Welt erstmal abgeschlossen. Einmal zu Patrick einen abholen. Da wir wieder 40 Zocken hatten und ein bisschen Cash bei Mr. Krabs einzahlen. Nice, wir können zu den nächsten holen, aber ich möchte ein bisschen Cash behalten. Dann können wir als nächstes die dritte Welt betreten mit 10 Funwender. Wir haben das doppelt so viel, nämlich die Gulagune. Ah, die Gulagune. Ein sonniger Strand aus Schlamm am Meeresgrund. Aber hier im Paradies ist nicht alles gut. Genau, Gulagune, das ist wirklich eine geile Welt zur Erinnerung. Eine nervige Aufgabe, aber das ganze Strandflair gefällt mir sehr gut hier. Es wird auch direkt ein neuer Roboter eingeführt. Ah, denken Sie einfach nicht, lalalala, ich genieße die Welt. Da kommt der Kollege, der ist echt nervig, muss man sagen. Zum Blitze spawnen eben und der brutzelt ihn halt kurz. Brutal. Dann schalten wir ihn noch direkt aus. Einfach so eine Attacke. Das war's schon. Also schnell ausschalten geht, aber boah, kann mal nervig sein, wenn er mit anderen Robotern in Kombination auftritt. Du bist schon etwas rot. Algengrütze, dieser verdammte Roboter. Also ja, Larry, also du siehst gar nicht gut aus. Du bist so rot, also keine Ahnung. Mehr rot als alle andere Farben. Roboter? Ja, ein großer Roboter hat allen die Sonnencreme geklaut. Oh nein, jetzt bekommen alle einen Sonnenbrand und dann pellt sich ihre Haut. Genau, ohne Sonnencreme kann man keinen Tag am Strand verbringen. Die Sonne ist viel zu heiß. Der Roboter ist draußen auf der Insel. Da kommt keiner hin. SpongeBob, vielleicht kannst du diese Sonnenreflektoren benutzen, um das Sonnenlicht auf den Roboter zu lenken. Wenn du einen der Schalter an dem Strandwärterhäuschen triffst, dreht sich der Reflektor. Verbindest du alle Häuschen, dann strahlt das Licht geradewegs zum großen Reflektor auf der Insel. Ja, das ist unsere Hauptaufgabe und da weiß ich nicht die Kombination oder wie das genau funktioniert. Ich tue einfach so ein bisschen drücken, dass es ungefähr passt. Das ist auch die letzte Mission, mehr oder weniger. Hinten, zudem erstmal leuchten. Und dann müssen wir komplett um die ganze Welt außen rum gehen und dann am Ende dort nochmal einen Knopf zu drücken und dann können wir ihn erledigen. Was ist? Ja, die kann man so ein bisschen drehen. Das war immer geil.
Hier nochmal im Teleporter. Da dürfen wir natürlich nicht berühren, auch am Strand nicht, was die Welt ein bisschen gefährlich machen kann. So, mal schauen, welchen ich jetzt drücken muss. Ne, das war falsch. Also allein wenn das Geräusch kommt, merkt man, okay, ich habe irgendwas falsch gemacht. Eigentlich, sobald du zu irgendeinem Turm leuchtest, hast du eigentlich alles richtig gemacht. Wirklich komplexer ist diese Aufgabe eigentlich nicht. Das war es dann wahrscheinlich auch schon fürs Erste mit der Aufgabe wieder. Na, das war falsch. Ne, doch nicht. Es gab auch noch einen Turm mehr. Der hier ist der richtige. Er sollte jetzt ganz nach hinten zumindest mal leuchten. Genau. So, hier befindet sich auch eine Bushaltestelle mitten am Strand. Keine Ahnung, wie das logisch sein soll. Denn wir bräuchten den hier oben. Achso, wir müssen noch Spawner. Für eine Socke tatsächlich nur. Ist tatsächlich eine relativ nervige, aber schon frustbare Aufgabe. Und das heißt nur für eine Socke am Ende. Eben immer kleine Jump-Man-Parts, die halt durch diesen Schalter mit der Melone ausgelöst wird. Ist halt nervig, weil wenn man runterfällt, muss man alles nochmal von vorne machen. Und diese Teppiche können schon mal sehr ungünstig sein mit dem Zeitlimit. Das hier geht eigentlich komplett klar. Ja, das letzte, was auch natürlich dann sehr triggernd ist, dass man wieder alles von vorne machen muss. So. Da darf man nicht komplett durchspringen, man muss kurz warten oder so. I don't know. Egal, first try it.